Der ist ziemlich gut bewaffnet. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich speichere doch. Was ist getan? Madonna, damit habe ich nichts zu tun. Welcher gefallene Engel hat dich denn geritten? Garstiger, unheiliger Madonna, damit habe ich nichts zu tun. Schrecklichen Taten. Herr, du Fresca di Giornata! Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Komm, Freunde. Hier hat der Kunde. State attenti. Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit in Zeiten der Not ist. Spenden werden jederzeit außer Sonntags direkt am Priorat entgegengenommen. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Aber Tetelo. Lauf jetzt los, Junge! Und zwar schnell! Hör zu, fass ihn! Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Serezio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Hey!
Fresca di giornata! Ist das vielleicht? Hab ich den schon mal gesehen? Das ist unser Mann rein. Si, si, va bene. Hinfort von mir! Wird sich den Hals brechen. Schneidet man Mäntel wieder. Milan, hopp! Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annetta hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt.
Meine Mädchen zeigen euch wie. Komm ein bisschen näher, Ezio. Du bist ein toter Mann! Da! Auf ihn! In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen. Und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Kommt der wohl her? Was für eine lächerliche Kutte! Ha, elende Fremdlinge! Komische Kapuze! Was hat er zu verbergen? Komische Kapuze. Was, Peter? Den kenne ich doch. Eine lächerliche Kutte. Ha, elende Fremdlinge. Noch ein Fremder. Dieser Mann, wie schrecklich. Bene, nun da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt.
Thronsee! Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden gestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Gönnt euch eine Stunde. Jungs, sie sehen aus wie ein Schlag. Hier, lang hat mein Kleid zerrissen. Hey, schöne Frau, wie wär's mit uns beiden? Mit großen, starken Händen. Oh, Remini, mir ist etwas ins Dekolleté. Und Zimmermannsgilden sollten ihre Bewerbungen direkt beim Gonfaloniere abgeben. Die neuesten Meldungen. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin. Dort, wo der herkommt. Napoli. Die neueste Mast, liebe Säumänner. Dass jemand sie getroffen hat, es muss gut gewesen sein. Aber woher? So niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Oh, Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich, komm. Hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz.
Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Midis Piace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten... Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Unglaublich. Das ist es. Sag mir... Hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Sie. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Sag mir, was ich wissen will, und wir können das hier... Los. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Dort drüben. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße.